Er ist der Sprecher für innere Frau Sicherheit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben es während der gesamten Debatte um dieses Gesetz gesagt und auch an den Anfang unseres Entschließungsantrages geschrieben. Der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Erwachsene und seine Verwertung durch die Herstellung von Kinderpornografie ist ohne jede Frage einer der widerwärtigsten Formen von Kriminalität. Die Opfer erleiden physische und psychische Schäden, unter denen sie in der Regel ihr Leben lang zu leiden haben. Und weil dies alles so unerträglich ist, haben wir als Grüne seit Jahr und Tag diesen Kampf gegen Kinderpornografie geführt. Wir haben vor mehr als 20 Jahren, ich kann mich erinnern, im Rahmen der Emma-Porno-Kampagne entsprechende Hefte aus einschlägigen Läden geholt und haben die Strafverfolgungsbehörden sozusagen zum Jagen getragen. Deswegen sage ich ganz bewusst und auch wegen einiger Untertöne, die in den letzten Tagen hier zu hören waren, wir als Grüne brauchen uns in der Frage der Ächtung und der Bekämpfung von Kinderpornografie vor niemandem hier im Saal zu verstecken. Deswegen, und bevor wir hier über Sperren, und das ist ja nur ein Vorhang vor dem geschehenen Verbrechen, reden, das Vordringliche noch einmal zur Erinnerung. Was wir brauchen, ist Verstärkung der Prävention, gerade hier die Verhinderung von Missbrauch. Was wir brauchen, ist Beschlagnahme, ist Vernichtung und Löschung von kinderpornografischem Material. Und wir brauchen die Strafverfolgung der Täter und die intensive Hilfe für die Opfer. Das ist das Entscheidende. Und nur in dieser Abstufung reden wir auch über die Sperren. Wir haben vor 2 Tagen, Herr Kollege Dörpmann, vor 2 Tagen ein völlig neues Gesetz formell und materiell vorgelegt bekommen. Ich gebe zu, es ist an entscheidenden Stellen verbessert worden. Aber wenn Sie bei einem Gesetz von wenigstens 7 Giftzähnen 2 ziehen, dann können Sie doch wohl nicht erwarten, dass wir dann diesem Gesetz zustimmen. Und Sie können vor allen Dingen nicht erwarten, dass wir diesem Schweinsgalopp, der durch nichts begründet ist, als durch die Gesichtswahrung der Familienministerin, hier auf die letzten Stunden unsere Weihe, sozusagen unsere Legitimation erteilen. Wir denken nicht daran. Was bleibt als Mangel? Natürlich und erkennbar gibt es keine Zuständigkeit des Bundes. Es geht doch hier nicht um das Recht der Wirtschaft. Es sei ja dem Herrn Schauerte gegönnt, dass er mal nicht über Bedbank und über Arcando und über Opel, sondern nun auch über Kinderpornografie zuhören darf. Ja, mehr Aktivitäten sind ja gar nicht zu sehen. Nach diesem Gesetz hat er auch danach nichts mehr damit zu tun. Kein Verordnungsgeber, gar nichts. Es ist ein schierer Missbrauch. Das, was Sie immer als Bundesregierung bei der EU beklagen, dass Sie sagen, hier geht es doch um Strafverfolgung, gar nicht um Binnenmarkt, machen Sie hier in einem extremen Fall. Ein reines Polizeigesetz wird unter der Flagge Wirtschaftsrecht hier durchgesetzt. Und natürlich gibt es keine Zuständigkeit für das BKA. Wir haben an einem Punkt nach langem Ringen hier, nach 3-jährigem Ringen in einer Verfassungsänderung, dem BKA die Möglichkeit der Präventivkompetenz beim länderübergreifenden internationalen Terrorismus gegeben. Sonst nicht. Sonst hat es die nicht. Das wird hier unter der Hand alles gleich mitgemacht. Und jetzt schreiben Sie, wir haben das letzte Mal gesagt, der dritte Mangel, gibt es denn keine Richter mehr in Berlin, in Deutschland? Nun tauchen Sie auf, es wird gesagt, der Verwaltungsrechtsweg ist bei Streitigkeiten gegeben. Steht in der Verfassung. Man kann auch Überflüssiges, wenn es denn richtig ist, noch einmal in ein Gesetz schreiben. Nur das löst doch das Problem nicht. Sie wollen offenbar mit Verwaltungsakten vorgehen. Das ist schon ein Fortschritt gegenüber der Ministerin, die hier Vertragsgestaltung wollte. Nur dann müssten Sie konsequent sein und müssten auch anhören, müssten auch ein Widerspruchsverfahren geben. Dann müssten Sie Verwaltungsverfahren gelten lassen. Das tun Sie nicht. Sie haben noch nicht mal den Datenschutzbeauftragten angehört. So anhörungsfreundlich sind Sie. Der hat es aus der Zeitung erfahren. Er weiß seit 2 Jahren von seinem, 2 Tagen von seinem Glück, genauer gesagt von seinem Unglück. Denn er soll, und da hat er doch recht,
als unabhängiger Beauftragter für Datenschutz und für Informationsfreiheit. Darauf legt er Wert. Nun Teil eines Kontrollinstrumentariums werden, eines kontinuierlichen, ständig arbeitenden Kontrollinstrumentariums, um gerade diese Informationsfreiheit einzuschränken. Das ist ein Missbrauch seiner Stellung und er wehrt sich zu Recht dagegen. Warum brauchen Sie fünf Menschen in einem Gremium? Warum brauchen Sie einen zwangsverpflichteten Datenschutzbeauftragten? Ein Richter würde langen, und vor dem drücken Sie sich. Ein Richter, der das Ganze anordnet, wie es auch sonst im Polizeirecht ist, wenn in die Rechtssphäre der Bürger eingegriffen wird, relevant eingegriffen wird und nicht zufällig eingegriffen wird. Warum gehen Sie diesen Schritt nicht? Das müssen Sie uns erklären und hier nicht rumpolemisieren gegen Peter Schaar. Abschließend, Frau Präsidentin. Auch für uns ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Das haben wir immer gesagt. Strafverfolgung muss dort stattfinden. Aber gerade weil die Stimmen, Thomas Strobel aus der CDU-Fraktion, Wiefelspütz mal wieder so und so aus der SPD-Fraktion, schon da sind, die sagen, wir wollen mehr. Und natürlich wird es durch Gesetzesänderungen kommen. Es wird ein Trommelfeuer in Richtung Gesetzesänderungen kommen. Gerade deswegen sagen wir abschließend, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es darf aber auch nicht zum bürgerrechtsfreien Raum verkommen. Vielen Dank. Und damit verlassen wir diese Debatte zur Bekämpfung der Kinderpornografie. Das Abstimmungsergebnis wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Wir werden Ihnen das selbstverständlich nachreichen. Es geht jetzt